schön Urlaub auf Balkonien. Was hast du denn da, Schatz? Paket? Dave. Boom. Ein Mystery-Paket, ein wirklich unerwartetes. Geile Scheiße. Na, da müssen wir natürlich gleich mal reingucken. Tja, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und man sieht, ich sitze auf dem Balkon und habe ein Mystery-Paket von Dave gekriegt. Das ist schön, ich komme gerade von der Arbeit. Die Vögel zwitschern, wenn das Mikro guten Job macht, hört ihr das gar nicht. Aber naja, gucken wir mal rein, was Dave mir hier schickt. Da erwähne ich mal neulich gegenüber ihm, dass ich bald mal ein Mystery-Paket machen möchte. Wieder, vielleicht sogar mit ihm. Da kommt hier einfach was. Ach, das setzt mich jetzt natürlich unter Druck, dass ich ihm da jetzt auch was zusammenstelle. Oh. Na, weil so eine schöne Überraschung, da will man sich natürlich revanchieren. Na, machen wir mal auf. Gut, na, das klackert jetzt ein bisschen, tut mir leid. Ach, hier schön wieder Verpackungsmaterial. Gucken wir erstmal hier, was Dave mir schreibt. Hallo Alex, viel Spaß mit diesem Surprise Mystery Paket. Bei all den DVDs und Blu-Rays, die du so hast, war es schwer, da noch was zu finden. Ja, das geht mir denn genauso, wenn ich mit dir gucke. Oh Mann, ich denke mal, dass es mir gelungen ist. Ich hoffe, für jeden von euch ist was dabei. Sorry für die stereotypischen Beilagen. Liebe Grüße, Dave. Viel Vergnügen mit der Serie. Das muss ich richtig vorlesen. Ich brauche gar nicht reingucken. Ich weiß, was er mir da geschickt hat. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Dreamies. Ja, Dave hat Katzen und wir haben auch welche. Das ist schon mal sehr cool. Da freut sich vor allem die eine sicherlich drüber. Und ach Gott. Oh Mann. Asian-Nudeln. Oh. Vor allem Yum Yum, Chicken Flavor und Duck Flavor. Das gebe ich gleich mal meiner Freundin. Ne? Vielen Dank, Dave. Wir essen die Dinger tatsächlich sehr gerne. Kann man auch sehr viel als Basis nehmen und dann schön was draus machen. Ich höre lieber auf, sonst machen wir hier einen Kochkanal auf einmal. Ja, und Celebrations. Ne? Da kann man sich den Frust wegessen, wenn man denn die eine Serie schaut. Aber gut, ich mache mal hier mit dem Verpackungsmaterial so ein bisschen was. Oh, das sieht dick aus. Alles schön einzeln eingepackt. Da merkt man, dass Dave jemand vom Fach ist. Oh. Ich gucke mal. Das soll wirklich eine Surprise-Überraschung-Mystery sein. Hier geht's auf. Ah. Ziemlich beste Freunde im Mediabook. Sehr cool. Und Hanabi Feuerblume mit Takeshi Kitano. Geil, Dave. Super. Ich meine, den Film habe ich schon, aber jetzt sogar als Mediabook. Nice. Und Hanabi. Ich habe sehr viel Gutes über den Film gehört und von Kitano ein paar der Filme kenne ich. Aber halt leider nicht alle. Und Hanabi, ich habe immer sehr viel Gutes gehört über den Film. Und da bin ich also echt mal gespannt, wie der ist. Also, die Mediabooks schon mal richtig geil. Danke, Dave. Na, also, gerade auf den bin ich echt mal gespannt. Und der hier, wer den noch nicht kennt, ne, ziemlich beste Freunde, richtig geile Komödie. Na, auch nicht mit Hau drauf Humor oder Fäkalhumor, sondern wirklich so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit Niveau und Herz. Also sehr schön, der Film. Und, oh, hier geht's schon wieder weiter. Oh, Himmel, meine Herren. Knatsche ich euch hier mal zu. Und, oh Gott. Was ist das denn? Es ist die Serie. Dave hat ja erst ein Review gemacht. Guckt euch das an. Das ist sehr interessant. Oh Gott, ich bin ja mal gespannt. Jetzt muss ich sie gucken. Jetzt muss ich sie gucken. Verdammt. Und, oh. Ne? Charlie Chaplin, der Zirkus. Ich habe eine Charlie Chaplin Box. Da ist der Zirkus tatsächlich nicht dabei. Ich mag den Chaplin, der ist lustig, der ist wirklich lustig. Als Charlie, der Tramp, von einem Polizisten flieht, geraten beide zufällig in eine Zirkusmanege. Das Publikum applaudiert frenetisch zu der unfreiwilligen Darbietung und prompt wird Charlie als Clown engagiert. Bin ich mal gespannt, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Auch sehr coole Sache und war klar, wir sind Wrestling-Fans. Westside Extreme Wrestling, Best of
Tour 2015. Muss ich mal gucken, was da für Matches drauf sind. Tommy End gegen Will Ospreay. Das klingt schon mal sehr gut. Ospreay gegen Aleister Black heißt er ja in der WWE oder hieß er in der WWE. Walter gegen Shea Samuels. Oh, sind nette Sachen dabei, wenn ich mal hier so gucke. Bin ich mal gespannt. Die habe ich auch tatsächlich noch nicht von Westside Extreme Wrestling. Und hier die 15th Anniversary Tour. Auch Walter wieder dabei. Walter ist immer sehr gut, vor allem hier bei Westside Extreme Wrestling. Da durfte er nochmal reinhauen. Oh, ja. Ah, da ist Sekimoto auch dabei. Bin ich mal gespannt. Klingt auch von den Matches bisher sehr, sehr gut. Oh, Bad Bones. Geil. Was haben wir hier? Pro Wrestling Fighters. Markus Rosberg Film Production präsentiert Pro Wrestling Fighters. Sporthalle Lübeck-Schlutrup. Habe ich noch gar nicht von gehört. Pharma Joe. Heimo Ukonselke. Ah, Joe Legend. Joe Legend sagt mir tatsächlich was. Aber wie gesagt, PWF noch nie von gehört. Also bin ich echt mal gespannt. Muss ich mal reingucken dann. Ja. Ne, das ist ja. Dann echt mal. Ein kleines, feines Mystery-Paket, vor allem, weil es überraschend kommt, kommt man von der Arbeit nach Hause und dann liegt da ein Paket von Dave. Sehr geil. Also, hier nochmal kurz eine ziemlich beste Freunde im Mediabook. Auch schon schön, wie sich's gehört, hier in so einem Stülpi. Ne? Hanabi im Mediabook. Bin ich auch mal riesig gespannt, vor allem den Film. Ich wollte ihn auch immer schon sehen und ich habe es auf DVD nie geschafft, mir zu holen. Hammergeil. Ich bin mir hier noch nicht sicher. Ich glaube, da kommt ein. Das kriegst du wieder. Ich weiß, wo deine Packstation wohnt. Ne? Auch noch hier Charlie Chaplin und nochmal dreimal Wrestling. Also die Überraschung ist definitiv gelungen. Vielen Dank, Dave. Da muss ich mir jetzt ja mal was überlegen, was du denn zurückkriegst. Vor allen Dingen hierfür. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Naja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt für ja, das kurze, überraschende Video, was ich dann wirklich, ja, naja, womit ich nicht gerechnet hätte, dass ich dafür ein Video aufnehmen muss, so spontan, aber gut. Ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem Spaß gemacht und ja, danke an Dave, schaut auch bei Dave rein. Ich werde mir was überlegen, dass ich mich dafür ein bisschen revanchieren kann und ja, ich bin mal gespannt, selbst auf den hier, die hier. Das hier. Ah. Da wird erst geguckt.